So. Weiter mit dem Spaß. Oh. Oh, fuck, ich hab gedacht, jetzt ist es vorbei. Nein. Was ist jetzt los? Ah. Geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Alles okay bei euch? Das hat ganz schön Kräfte gekostet. Also hier ist es echt. Was ist jetzt los? Oh nein, Alu, komm schnell. Jetzt muss ich wieder zurück, ey. Schnell, hier lang. Okay. Sit, renn. Oh, da lang. Es ist voll vom Wissen des alten Volkes. Na dann nimm doch einen Schluck. Nein, nicht Wissen, Bewusstsein. Eine lebende Seele. Es will etwas sagen. Aha. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Was? Was ist los? Gefahr? Ein böses Bewusstsein? Das kann ja nur Sephiroth sein. Wie zeigen? Du zeigst es mir? Gut, jetzt kommt eine Deppe Rückblende oder sowas. Mhm. Was ist los? Uiuiui. Warte, schau, es fängt an. Oder ist Elena? Zeng, was ist das? Können wir damit das verheißene Land finden? Hm, gute Frage. Wir müssen es auf jeden Fall. Ach, wir müssen auf jeden Fall den Präsidenten mit. Mensch, ey. Das hätten sie auch in ein Ding packen können. Pass auf dich auf, Zeng. Ja. Hey, Elena. Wie wär's mit einem Abendessen, wenn dieser Auftrag vorbei ist? Eieiei. Danke, vielmals. Wenn ich mich entschuldigen dürfte? Hm. Schmeiß hier jede Frau ran, der Kerl. Ohne Chance anscheinend. Ist das hier das verheißene Land? Nein, das kann es nicht sein. Oh Gott. King Dingeling. Typ. Yeah, ich hör die Musik. Echt? Ganz leise, ja. Nun habe ich ein gutes Mikro. Sephiroth! Wie er einfach so auftaucht, ey. Ja, schon was sehr Episches an sich. Du hast also die Tür geöffnet. Gut gemacht. Wie abstoppt. Heieiei. Was ist das für ein Gebäude? Ein verlorenes Schatzhaus des Wissens. Die Weisheit des alten Volkes. Werde eins mit dem Planeten. Total verrückt. Eins mit dem Planeten? Immer die gleiche Leier. Jetzt teilt er sich auch noch auf, ey. Ihr Dummköpfe. Ihr habt nie daran gedacht. All die spirituelle Energie dieses Planeten. All seine Weisheit. Seine Kenntnisse. Ich werde mit all dem verschmelzen. Ich werde eins damit werden. Es wird eins mit mir werden. Du bringst es zu Wege? Der Weg dorthin ist hier. Euch alle erwartet der sichere Tod. Aber fürchtet euch nicht. Denn durch den Tod wird neue spirituelle Energie geboren. Alsbald werdet ihr wieder leben als Teil von mir. Was für ein Optimist. Von mir, während er es gesagt hat, den Typen aufgeschlitzt hat. Hast du das gesehen? Hey, hey, was hat das zu bedeuten? Wo ist der Saal mit den Bildern an der Wand? Fast da. Mhm. Sephiroth ist hier, nicht wahr? Egal. Was er davon hält. Hier ist Schluss.
Ich bring ihn raus. Ich bring ihn raus? Weiß es nicht, ich bring ihn um? Naja. Na gut, das muss wohl so sein. Dass das junge Volk immer gleich in Begeisterungsstürme ausbricht. Gott, er ist doch auch noch nicht so alt. Boah, ich finde also diese Übersetzung, gerade wenn man es jetzt so im Nachhinein nochmal durchliest, die ist echt schlecht, ehrlich gesagt. Die Deutsche. Ja, ich weiß, aber... Nur Speicher. Ausruhen auf jeden Fall. Ja, hallo, alter Kumpel. Ja, oh, das hat jetzt so lange gedauert. Mensch. Ist anstrengend. Ich hab's gesehen. Hoffentlich habe ich jetzt jeden Gegenstand eingesammelt, weil hier gibt's nämlich einige ziemlich gute Sachen. Ich glaube auch. Zum Beispiel auch die beste Waffe für Aris. Aber und naja, okay, das ist ja klar. Ich meine auch, das ist ein Gebiet, wo man nicht nochmal besuchen kann, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das werden wir dann auch sehen. Oh, jetzt sind wir schon hier. Ich bin der Zeitwächter. Du, der du des Wissens des alten Volkes suchst, ich herrsche über die Zeit, wähle deinen Weg. Mhm. Zeitverschiebung selbst steuern, drehen, jetzt fortfahren. Mhm. Zeit zurückdrehen, Zeit beschleunigen, jetzt fortfahren. Ach verdammt! Zeit. Aber jetzt geht's in die andere Richtung. Da haben wir ja viele Möglichkeiten. Also das geht schon mal nett. Ich lasse das mal so. Es ist Zeit. Du kannst fortfahren. Hoffentlich ist es nicht die richtige Tür. Nein, da dürfen wir noch nicht lang. Keine Ahnung mehr, wo das hinführt. Ich weiß, dass die 12. Ausgang ist. Da, okay. Da dürfen wir nicht lang. Da dürfen wir nicht hin. Kann man sie jetzt steuern oder so? Hallo? Nein, ich will hier noch nicht hin. Sieht richtig aus, ja. Ich benutze jetzt einfach mal den zum Laufen, weil der andere dreht sich hier immer eine Stunde rum. Das ist jetzt die 8. 8. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das hinführt. Ich weiß nur noch, dass die 6 und die 12 wichtig waren, aber sonst. Und ich weiß, dass man, wenn der Sekundenzeiger einen erwischt, dass man nach unten fällt. Okay. Und das ist nicht so gut, da müssen wir wieder hochlaufen. Oh shit, ja, richtiger Weg, ey. Was ist da drin? Na dann. Mega Elixier, na toll. Na immerhin, richtig gelaufen. Bonus ist immer richtig. So. Muss es eigentlich drehen. Oh shit. Ui. Ach so, anhalt. Oh Gott, und... Oh, ja. Hä? Zeitverschiebung selbst steuern. Na, machen wir das selbst. Jetzt komme ich da aber nicht mehr rein. Was ist jetzt da unten? 8, 6. Einfach mal schauen. 5 ist da unten. Naja, du, ich kann fortfahren. Oh, schnell. Oh ne, das ist 6. Ihr wollt mich doch verarschen. Ne, 6 war die wichtige Tür. Uiuiui, so viele Tore. Ach Gott, ja, ich erinnere mich. Da führt das eine das andere und wieder nach oben, nach unten. Ach Gott. Hey, verschlossen. Das ist schlecht. Wir müssen den kriegen. Ja, da muss ich jetzt den Typen da einfangen. Stimmt. Ich muss müde sein, ja. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ja schon, aber bald ist alles überstanden. Der Wächter, der mit Schlüssel für die Tür entflohen ist, bewegt sich nach einem bestimmten Muster.
Merke dir die Türen, durch die er ein- und ausgeht. Erschließe so das Muster und fange ihn an einem Ausgang ab. Oh ja, oh ja. Du kannst auf die Rampe runter und nach links auf den Bildschirm springen. Mhm. Tschüss. Wir sind ja noch nicht fertig. Hier gibt's nur genug Türen, ey. Ja, doch. Wenn es nur ein Elixier ist, ist es doch was. Ach, ich kann auch gedrückt halten. So, eigentlich muss ich jetzt... Genau, ich muss da rüber. Aber manche Wege sind, glaube ich, auch eigentlich scheißegal. Da gibt's gar nichts. Oh, hier gibt's anscheinend was. Ich glaube, es gibt überall was, aber halt... Ich frage jetzt nur was. Trompetengranate. Okay. Jetzt haben wir das zweitsinnloseste gefunden. Ich meine, ich könnte jetzt bestimmt im Internet suchen hier, welche Tür ist wichtig, aber das wollen wir ja nicht. Och, was habe ich jetzt gedrückt? Stopp! Ach, einfach jede Tür schnell durchgehen und dick. Nee. In die andere Richtung war da lang. Genau, jetzt gehen wir da mal rein, da waren wir jetzt noch nicht. Aber schade, wenn man jetzt sich jetzt vertan hat, dass der Typ nicht wieder zurückkommt. Mhm, stimmt. Muss man erst den Raum betreten. So. 5. Uiuiui. Oh. Ah, da. Schleife. Oh. Ah. Die Schleife, das ultimative Accessoire eines Final Fantasy Teils. Eigentlich. Was kann denn das Ding? Wenn es das ist, was ich meine, müsste es der... Anti-Abnorm-Status. Yay. Also gegen jeden Status. Oh mein Gott. Der ist eben in der Gruppe. Hoffentlich kriege ich das noch öfters. Ja, Schleife ist Gold wert. So. Dreh die Uhr. Ja, eins weiter. Das ist zwar ziemlich nervig jetzt, aber... Es lohnt sich. Ich meine, allein die Schleife, ne? Ja, solange wir jeden Raum erwischen, wo es nützliches drin ist, passt. Aber runterfallen möchte ich ungern. Das stimmt, ja. Ah, da scheint es wieder was zu geben. Och Mann, schon wieder was. Was haben wir hier? Prinzens. Ah, Prinzesswache. Das ist doch die Waffe für Aeris, oder? Jo, das müsste sein. Ich habe, glaube ich, auch schon die ultimative Limit 4 Attacke für jemanden. Ach ja, für McCloud habe ich die. Für mich. Aber genau, für dich. Aber du möchtest nicht lernen, weil er die dritte Ebene noch nicht erreicht hat. Da haben wir es ja. Sehr geil. Okay, ist jetzt nicht wirklich besser, aber... Ah, viele Slots hier. Also. So, packen wir gleich mal irgendwas rein. Ifrit mal rein. Hm, was kann sie denn noch leveln? Ich glaube, ihre ultimative Waffe war es nicht. Prinzessinwache, das verwechsel ich wahrscheinlich mit einem anderen Final Fantasy Teil. Der Name kam öfters vor. Ich meine, Aeris Waffe könnte man in diesem Gold Souls oder so, könnte man die irgendwo gewinnen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ist eigentlich unnötig, weil, naja, wir wissen ja. Ja, ich glaube, die hat zwei Waffen, also die wirklich ungefähr gleich gut sind. Mhm. Das ist jetzt die wahrscheinlich, die man da so bekommt und einen der unaussprechlichen. Ja. Naja. Ich habe mit dem Namen Probleme. Was kann man denn noch geben? Irgendwas. Oh, kann man das leveln? Na, lohnt sich aber auf jeden Fall diese Abstecher da. Ja, bis jetzt schon. Mal sehen, was ich in den Raum
3, 2 und 1 verbirgt. Was ist hinter Tor 3?